Und Okapsi. Was bist du denn da? Mensch, ist da alles eben hier? Was gibt's denn schon wieder für Sorschen? Hihihi. Ach, das sitzt so nah an einem anderen Dorf. Aha, gut. Akzeptiere ich. Das ist auch alles zu nah. Okay, es gibt Hindernisse, die Baustellen blockieren. Okay, everybody. Dann nennen wir es zu uneben, zu uneben, zu uneben. Mit einer Treppe, Boys. In welchem Dorf gibt's das schon? Na, in welchem Dorf, ne? Nur mit mir. Als Dorfboy, Chef and Girl, gibt's a house with, ne? Eine Treppe. Einfach göttlich, ne? Du kommst hier einfach. Gut, du musst springen, um hochzukommen. Geht so nie wegen der Pflanze hier, aber das haben halt nur die coolen Kids. Und dann... Der will hier nie leben, ich glaube, ich zieh um. Everybody put day, everybody put away. Wir haben schon wieder nichts, ne? Wir haben schon wieder nothing. Ich sprech ins Hemd, mein Sohn. Oh, wir haben gar nichts. Wir haben gar nichts. Stock haben wir. 7. Strohhalm. Kommt gebückt. Es kommt gebückt. Gebückt als je und eh. Wupp. Oh, jetzt stöhnt er wieder dabei. Oh, lächerlich, immer so eine Scheiße. Na du, hatte ich einen Skycheck. Na, alles fit bei dir? Okay, wir fahren erstmal runter, wir sammeln uns, wir kommen erstmal klar in unserem kleinen Leben und jetzt geht es von vorne los. Holzen denn jetzt schon wieder rum, dass es kein Holz gibt? Boys, ich arbeite dran, jetzt geht mir mal nie auf den Sack. Rundholz, Rundholz und Stöcke. Okay, gut, dann müssen wir eben jetzt mal kurz wieder jagen gehen. Jetzt hätte ich gerne ein Tor wie für ein Video, ist keins mehr da, weil ich die ganze Packung. Ja, Pechboy. Also ich frage mich 10-mal. So egoistisch. 20-mal habe ich gefragt. Das nicht mehr automatisch macht. So, ich habe gar nichts mehr. Brauche ich jetzt hier draußen? Außen? Achso, warte mal. Rundholz brauche ich. Idoki. So, Rundholz. Hallo, Mayonnaise und hallo, ich bin bei Unity. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Die
So, jetzt sind wir soweit fertig. Jetzt brauchen wir bloß nochmal über. Mir geht's immer gut und dir? Mir geht's auch super. Mir geht's auch gut. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Wir mal hacken gehen. Baum fällt. Vanessa, die sind lecker. Kannst du ihr das verübeln? Ja, vor allem, ich frage ihn halt, weißt du? Ich frage ihn permanent. Gestern gefragt und heute früh gefragt. Dann habe ich erst Antwort Nein bekommen. So. So, ich frage halt nicht. Sehen wir, ob es das hält. Ich hab dich mehrmals gefragt. Meine, bist du behämmert? Das Rundholz schon wieder alle. Warte mal, wir müssen mal schnell was essen. Wenn es das erste Mal gewesen wäre, schon. Aber das war das 10. Mal. Ja. Aber ich frage dich jedes Mal, möchtest du ein Toffifee? Da habe ich gestern Abend sogar 2-3 Mal gefragt. Immer habe ich als Antwort Nein bekommen. Mach das. Was? Mach das Paket schon mal ready? Welches Paket? Wie teuer sind die dort? Achso. Da ich einen Werksverkauf in der Nähe habe, kann ich euch ja mal ordentlich welche zukommen lassen. Ja, das stimmt. Ja, Toffifee, es geht nichts über Toffifee. Wenn du mich glücklich machen willst, dann Toffifee. Ich nehme einen Toffifee, würde mich auch mit einem Keks abfinden. Wir können dir Rocher anbieten. Hm? Rocher können wir dir anbieten. Orangerie, dann. Was? Sonnie. Rocher? Ja, aber ich biete auch gerne mein Roger an. Och. Wenn du das nächste Mal dort bist, mal schauen solltest, lass es mich wissen, bitte. Oh, Mütze, das wäre so gut. Roger ist gut, ja, ich biete dir gerne ein Roger an. Der Clip, vor allem das Schweigen. Komm, da müsste ein Fehler aufgetreten. Was nimmst du denn schon wieder?
Ja, Leute, ich bin doch dran. Wie ich aus dem Hintergrund rufe. Was ist denn das schon wieder für ein Clip, Leute? Ich dachte, das ist der Louis-Clip. Oh, wie viel? Dankeschön, Capsi, und das ist 2 Jahre her. Hat sich bis heute nicht geändert. Ich glaube schon. Ich erinnere mich voll an den 300 Gramm Schokolade-TS-Ausschnitt. Bauen wir das Holz fertig, dann gehen wir ratzen, Leute. Dann ist schon wieder Winter. Geil! Dann können wir wieder Bäume schmücken und so ein Scheiß. Ja, ein paar Konstanz. Ja, das stimmt. Es geht halt einfach nichts über Toffifee. Es ist halt einfach so. Dings. Jetzt ist das wieder da. Scheiße, jetzt bin ich wieder aus dem Game rausgeruppt. Genau. So, guck mal, jetzt gibt's hier jemand, reibt sich hier herum. Der Dieb wurde gefasst, als er versuchte, dich zu bestehlen. Er versucht, sich zu entschuldigen, dass er arm sei und so weiter. Jetzt liegt es an dir zu entscheiden, naja. Schneid ihm die Hände ab! Wow. Wie lächerlich! Kriege ich minus 50 Dynastie-Proportionen. Das kann ich nicht machen. Muss ihn gehen lassen. Bei minus 20, da hauen sie ab am Ende. Da habe ich nichts gekonnt. Und minus 50 Dynastie-Punkte, da könnt ihr abhauen. Muss die 3 nehmen. Einige deiner Vorräte sind verschwunden. Du hättest ihm nicht trauen sollen. Zumindest wirst du von deinen Bewohnern nicht als Tyrann angesehen. Oh lol. So späten Stunden werde ich dann zwangs ins Bett geschickt. Schade, ich hätte ihm die Pfoten abgehackt. Diesem. Oh Schnee. Ich finde den Winter auch richtig, richtig schön. Ja,
Perfekt. Einfaches Haus. Eingeschaltet. Spitzenmäßig. Da können wir nämlich da können wir nämlich jetzt noch jemand aufnehmen. Crafting. Farben wir auf und abstufen. Großmodulen kochen. 10% schnelleres Kochen. Wir nehmen das. Ruft immerhin. Ich müsste immer die Nebenmission machen. Bei 30 Mal Dynastiereputation, das ist echt cool. 72 Münzen, das ist Wahnsinn, wie viel ich eigentlich bei den Nebenmissionen herausbekomme. Aber gut, wir machen jetzt erstmal, wir gucken mal, ob wir noch jemand aufnehmen können. Genie, was ist denn los? Bin ich schon wieder am Toben. Dann höre ich erstmal auf. Und dann Temperatur. Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, verlierst du Lebenspunkte. Du musst wetterangepasste Kleidung tragen, wenn du das vermeiden möchtest. Du kannst auch zu Hause oder am Lagerfeuer Unterschlupf suchen, wenn es zu kalt ist. Auch das Halten einer Fackel erhöht deine Temperatur. Hatte nie Probleme. Pizza. Ludwig und Ludwika. Und Vidi. Ach Mensch. Okay. Bis schnell an, Ludwig, komm. Ich weiß noch nicht, ob du, heimatlos. Du kriegst aber ein Haus. Akzeptieren. Arbeit. Du gehst mal Ressourcenlager. Ladenbesitzer, nee. Warte mal. Mal gucken, was ist denn jetzt wahrscheinlich Sammler, oder? Good Survival. Naja, passt da. Spitze. So, wir haben jetzt einen neuen Dude. Mit dem neuen Dude können wir das nämlich so machen, dass er Dingsbums macht. Wir müssen uns mal gucken. Wir haben uns ja letztens, hatten wir das ja vergessen. Uns fehlt die Haube. Ach, ich hab sie doch. Bin wieder umgehaust, egal ein Säuer. So. Das passt eigentlich ganz gut. Es ist wirklich sehr sexy, denn wir können jetzt, wir holen uns jetzt mal ein paar Bäumelis. Ich nicht. Böhn's mir echt zu viel.
Jenny Laulhofen. Rundholz. Gut. Dann bringen wir das mal runter. Dann. Müssen sie da eigentlich alle zufrieden sein. Super. Wir müssen halt bloß mal gucken, wie das klappt mit dem Sammler. Ob der jetzt tatsächlich wirklich das Holz sammelt. Oder was der sammelt. Mein Feld hier? Könnte sein. Muss man echt mal gucken. So, Riesenholz. Perfekt. So, jetzt müssen wir was mal gucken. Wir haben jetzt noch 3 hölzerne Sperre. Das müsste eigentlich lang. Ich würde mal sagen, wir tun uns mal mit der nächtliches Geheule-Quest. Mut führen. Müssen wir muss mal googeln. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt hier hin oder so. Keine Ahnung. 12 Uhr Jagd? 12 Uhr. Journal. Jagd 03. Okay. Kann ich dir bei etwas helfen? Meine Familie ist am Verhungern. Ich habe es nicht geschafft, Tiere zu lagern, um sie zu ernähren. Wir haben auch keine Münzen, um welche zu kaufen. Aura denn? Einmal Fleisch. Einmal Fleisch? Ja, aber dreimal Fleisch ist da vorne im Ding, ist ja behämmert. Gut, vielleicht kann ich erst um 12 zur Jagd. Keine Ahnung. Ludwig. Na gut, dann müssen wir jetzt halt nochmal 2 Stunden warten. Ja, keine Ahnung. Pelzbotten. Nächtliches Geheul.
Perfekt. So, da haben wir schon mal zweimal Fleisch. Oh, Mann, Ara! Mann, ey! Ich hab keinen Bock mehr. Dankeschön, Ara, trotzdem. It's not funny, Ara, weißt du das? Schon keinen Bock mehr? Nee. Kein Problem, dankeschön. Hunger der Jäger, super. Aber da muss ich nachts um 12 hin, weil es ist ja nächtliches. So schlimm waren wir heute noch gar nicht. Ja, es langt mir zu, wirklich. Rundholz.